So, wir müssen noch etwas richtigstellen. Wir haben in einem Statement haben wir etwas gesagt über Alkohol, den es in der DDR zu kaufen gab, beziehungsweise nicht zu kaufen gab. Und da ist uns ein Fehler unterlaufen. Und zwar sagte mein Mann, der Goldbrand. Also der Goldbrand ist also eine Art Weinbrand gewesen, so eine Art Cognac, so viel, viel schlechter. Aber aufgrund seines in Anführungsstrichen niedrigen Preises von 14 Mark 50 in DDR-Mark gab es ihn sehr schlecht. Er gehörte zur sogenannten Bückware. Dazu gab es den, wie hieß der jetzt noch, der teure, ein Weinbrand, den, Goldkrone. ja, Goldkrone. Die Goldkrone gab es ausschließlich in einem Delikatladen. Delikatläden waren Läden, wo man Westware für ganz, ganz viel Geld verkauft hat. Und so hat eine Goldkrone 27 oder 29 Mark in DDR-Mark gekostet. Das ist für einen DDR-Arbeiter sehr viel Geld gewesen. Und da im Kommunismus ja alle gleich sein sollen, war es denn so ein, wie sagt man, also es war ein krasser Gegensatz, ja. Normalerweise konnte man sich das überhaupt nicht leisten. Das konnten sich nur die SED-Socken eigentlich leisten, da drin einzukaufen. Also dauerhaft konnte man das als normaler Arbeiter überhaupt nicht. Wir haben natürlich öfters da drin eingekauft, schon alleine auch wegen unserer Omi, der wir dadurch dann mal eine Tafel Schokolade, ja, was hat die damals gekostet? Also das war eine Schweizer 20 Marke, DDR-Mark. über 20 DDR-Mark. Und natürlich auch Ananassaftdosen, die sie sehr gerne getrunken hat. 10 DDR-Mark. 10 DDR-Mark. Und ja, und im Regal stand wirklich nur der blaue, sogenannte blaue Würger. Richtig hieß er Kristallwodka, und der blaue Würger hieß er, weil er ein blaues Etikett hatte mit weißer Schrift, wo Kristallwodka drauf stand. Und da kostete eine Flasche 16 Mark. Und der war aber nicht, der wurde aber nicht viel gekauft, weil wenn sie davon ein Glas getrunken haben, da brauchten sie gar nicht betrunken werden, da haben sie schon so das Ferngespräch geführt, weil der wirklich ganz, ganz ätzend geschmeckt hat. Und ebenso gab es als Bückware auch den Klaren, so hieß er, war ein weißes Etikett mit grüner Schrift, der kostete nur 11 Mark. Nur, wohlgemerkt. Und das war auch sogenannte Bückware. Also wie gesagt, das müssen wir nochmal richtigstellen, denn wenn ein DDR-Bürger das jetzt hört, der denkt, Mensch, wo haben die gewohnt, dass die so eine Goldbrand und so weiter Goldkrone. da einfach im Laden bekommen haben. Das wäre ja schön gewesen. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.